Es beginnt vor 300 Jahren. Die Lesewut erfasst die Frauen. Die Männer witzeln, dann wittern sie Unheil. Jane Austen erklärt die Romanleserin für unabhängig. Welche unsichtbare Macht hat da von den Frauen Besitz ergriffen? Lösen Bücher womöglich Revolutionen aus? Die Entwicklung ist nicht mehr aufzuhalten. Unbeirrt lesen die Frauen weiter. Im Bett, auf der Straße, im Café. Marilyn Monroe liest den Ulysses von James Joyce und lässt sich dabei fotografieren. Shades of Grey entfesselt weibliche Fantasien. Ein Roman ist wie ein zweites Leben. Lesen ist sexy. Lesen ist weiblich. Frauen und Bücher. Eine Leidenschaft mit Folgen.